Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Talk Between the Towers. Heute wollen wir mit euch ein bisschen die Rolle eines Business Angels beleuchten, aber keiner weiß, glaube ich, so recht, was es ist. Und genau deshalb haben wir uns entschlossen, einen erfolgreichen Business Angel einzuladen, Dr. Ralf Müller, Vorstand bei der IKB und selber sehr erfolgreicher Business Angel. Seid gespannt und hört rein. Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Bevor wir zu unserem Gast kommen, Augustin, bist nicht unser Dauergast, ne? Bist ein Co-Host, so sagt man es, glaube ich, oder? Hi, Augustin. Ich glaube schon, das ist die richtige Bezeichnung, meine Berufsbezeichnung. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, cool, dass du da bist wieder. Ich freue mich auf die Folge und wollen wir auch direkt jetzt natürlich zu unserem Gast drüber gehen. Hallo Ralf, wo finden wir dich gerade? Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin in Königstein, gerade im Homeoffice, so wie heutzutage ja häufig. Hoffentlich bald ändert sich das wieder und wir können alle auch wieder uns mehr real life sehen. Definitiv. Ich glaube, dieses Leid ist auf jeden Fall geteiltes Leid. Das müssen relativ viele gerade mitmachen. Bevor wir tief in die Folge einsteigen, bevor wir zu deiner Rolle, vor allem auch als Business Angel kommen, magst du dich einmal kurz den Hörern vorstellen, damit das Bild sich ein bisschen abrundet? Ja, das kann ich gerne machen. Im Wesentlichen haben mich eigentlich vier Erfahrungen geprägt, wenn ich so die letzten 25 Jahre zurückschaue. Ich habe Banking aus unterschiedlichsten Perspektiven gesehen. Die erste Perspektive war als Berater. Ich war 5 Jahre lang bei McKinsey. Dann die zweite Perspektive aus Banking war, als ich Planet Home gegründet habe. Dann 6 Jahre als CEO geführt habe. Danach kam die dritte Perspektive. Dann bin ich nämlich ins Banking direkt reingestiegen und war 1,5 Jahrzehnte bei der Deutschen Bank. Die Hälfte davon als Vorstand bei der Postbank und bei der Deutschen Bank Privat- und Firmenkunden AG. Und die vierte Perspektive darauf auf Banking mache ich jetzt auch schon ungefähr 10 Jahre. Viel davon parallel zu meinen anderen Tätigkeiten als Business Angel, da wo wir auch heute drüber reden. Ich investiere nämlich sehr gerne in Startups, im Wesentlichen in 2 Feldern, nämlich in Fintechs und in Software as a Service oder Plattform Companies. Und das am Anfang vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, überwiegend eigentlich im deutschsprachigen Raum und mittlerweile dann jetzt auch international wie Oxygen in San Francisco oder Extra in New York. Ja, das ist das vierte, was ich mache. Das macht mir alles viel Freude und insofern viele Jahre jetzt dem Banking treu geblieben und ein sehr interessantes Feld. Und auch sehr beeindruckend, das zu hören. Ralf, jetzt hast du gesagt, seit 10 Jahren bist du als Business Angel unterwegs. Was hat dich denn damals dazu bewogen? Gab es einen besonderen Punkt? Gab es die Möglichkeit oder wie bist du dazu gekommen? Wie bin ich dazu gekommen? Das, was mir Spaß macht daran, ist vorrangig mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sehr dynamisch versuchen, Bestehendes weiterzuentwickeln, die wirklich neue Trends setzen wollen, die Themen wirklich neu denken wollen. Das macht mir große Freude. Dann kann man auch noch ein bisschen was von seinem über die letzten Jahrzehnte erworbenen Wissen weitergeben. Das ist einfach eine Tätigkeit, die sehr viel Freude macht. Wie bin ich da dran gekommen? Im Wesentlichen, indem ich ganz am Anfang Leute gefragt habe, ob ich ihnen ein bisschen helfen kann, weil ich halt selber mal gegründet habe und dadurch natürlich die eine oder andere Erfahrung hatte und durch den Exit auch so ein bisschen Investmentmöglichkeiten, sodass ich dann unterstützen konnte mit Erfahrung und Investment. Wie ist es denn generell? Gibt es eine generelle Regel für dich, wie du an Startups kommst, an die du investierst? Weil ich stelle mir das jetzt nicht so einfach vor, dass man sagt, okay, ich werde jetzt Business Angel und dann kommen auf einmal zahlreiche Startups auf mich zu. Wie ist es bei dir gelaufen? Ja, ich glaube in der Tat, das ist jetzt nicht so eine Tätigkeit oder ein Beruf, den man jetzt erlernen kann im Sinne eines Studiums oder einer Ausbildung, die es dafür gibt, sondern das entsteht tatsächlich über die Zeit. So ist das bei mir auf jeden Fall auch gewesen. Es fing tatsächlich mit Freunden aus meinem Netzwerk an, die, und das würde ich auch jedem empfehlen, das erstmal bei Leuten zu machen, die man sehr gut kennt, wo man auch die Qualitäten der Person sehr gut einschätzen kann. Das hat dann auch sich so fortgesetzt mit Kollegen aus dem Netzwerk von McKinsey früher. Dann, ich habe ja an der HSG in St. Gallen promoviert. Da kamen Startups her. Dann kamen Startup-Ideen wie Maios zum Beispiel, sind Studenten von der WHU, wo ich Gastvorlesungen halte. Und so kommen aus den unterschiedlichen Tätigkeiten, die man macht, lernt man interessante Leute kennen. Und natürlich mit der Zeit kommen auch viele
interessante Ideen von Startups oder Beteiligungsmöglichkeiten, wo man sich einbringen kann, dann auch wieder von anderen Investoren oder von Beteiligungsgesellschaften, wo man selber mal Startups hinempfohlen hat, die dann wiederum andere Startups haben, wo sie sagen, Mensch, die könnten genau das Know-how, was du mitbringst, gebrauchen. Möchtest du dich mal mit denen unterhalten? Und so entsteht das dann im Wesentlichen eigentlich über Dauer, über Netzwerk. Es gibt jetzt aber natürlich auch so Börsen in regionale Netzwerke vom Verband der Deutschen Business Angels, bundesweit, als auch in jeder großen Stadt eigentlich, gibt es solche Roundtables, an die man sich zum Start, wenn man das anfangen möchte, auch sicherlich sehr sinnvoll wenden kann, um dort auch dann interessante Startups zu finden. Sehr spannend und tatsächlich, ich glaube, das erarbeitet man sich. Übrigens habe ich gerade ein bisschen geschmunzelt über den Beruf Business Angel. Ist das ein IHK-Ausbildungsberuf? Ich weiß nicht genau. Das gibt es, glaube ich. Ist das eigentlich ein Begriff, den wir irgendwie geformt haben, oder ist es wirklich tatsächlich eine Berufsbezeichnung? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber ich schweife ab. Mich würde tatsächlich mal interessieren, weil du gesagt hast, du investierst hauptsächlich oder mit einem großen Fokus in Fintech. Und tatsächlich, wie spielt da deine Vision vom Banking in der Zukunft eine Rolle? Oder spielt die überhaupt eine Rolle? Sprich, dass du, ich kann mir vorstellen, du hast eine Vorstellung, wie das Banking in 10 Jahren oder 15 Jahren aussieht und dementsprechend investierst du dann und supportest die Startups, die bei dir aufschlagen. Oder ist es ein falscher Gedanke von mir, spielt das gar keine so eine wichtige Rolle? Das ist absolut auf den Kernpunkt. Am Ende muss die Idee desjenigen, der kommt mit einer neuen Idee, ja auch in das Bild von Banking passen, was man hat. Sonst entwickelt man das nicht mit. Und das Bild, was ich von Banking habe, ist jetzt aber nicht unbedingt auf Fintechs begrenzt, sondern das gilt natürlich genauso auch für Banken. Es gibt aus meiner Sicht die gleichen Erfolgsfaktoren für Banken und für Fintechs, auch für GAFAs. Das sind ja die drei großen Player in dem Markt und die da alle miteinander unterwegs sind. Am Ende ist es relativ simpel. Aus meiner Sicht muss es ein Produkt sein, was sehr klar an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet ist, und zwar kompromisslos, radikal an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet. Es muss sehr einfach sein in der Handhabung. Bequemlichkeit, Convenience ist extrem wichtig, weil das die Kunden einfach gelernt haben aus anderen Industrien und das jetzt ins Banking übertragen. Und da sind wir einfach nicht wahnsinnig gut drin in der Finanzindustrie. Dann muss es transparent sein. Auch das ist etwas, was nicht immer üblich ist. Es muss wahnsinnig schnell sein, instant eigentlich. Und das Ganze 100% digital. Das ist auch das, was heutzutage einfach der Kunde möchte. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass es dann effizient und damit auch kostenbewusst ist. Und damit kann man auch wieder vernünftige Preise anbieten. Insofern eigentlich, wenn man das zusammenfasst, sind es die Dinge, die wir in anderen Industrien sehen, die Kunden auch dort gelernt haben, und diese Erwartungen, die Kunden haben, die übertragen sie jetzt aus Banking und wollen das von uns in der Finanzindustrie jetzt auch sehen. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz High Level, was die Anforderungen sein müssen. Jetzt gibt es ja nicht nur Industrien, die da eine Rolle spielen, sondern es gibt ja auch andere Länder und Regionen. Gerade jetzt, wenn wir nach Übersee schauen, nach in die USA, nach Asien, nach China, gibt es da aus deiner Sicht irgendwie eine Art Vordenker, also sprich, sind in den USA eher die Fintechs den Deutschen überlegen, können die deutschen Fintechs oder die europäischen von mir aus, können wir es noch ein bisschen erweitern, sich dort eine Scheibe abschneiden? Gibt es da irgendwelche Vorteile, ins Ausland zu investieren? Du sagtest, du investierst eher mit dem Fokus am Anfang in Deutschland und dann jetzt in Europa. Wie sieht es mit USA und Asien aus? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, dass unsere deutschen, europäischen Fintechs denen in den USA nicht nachstehen. Wenn ich so schaue, was wir an Anbietern haben in Europa, dann, wenn man durch die einzelnen Kernfelder durchgeht, dann sieht man ja auch, dass die Bewerber aus den USA häufig nicht nach Europa reingelassen haben oder so gut waren, dass die anderen es auch nicht vorhatten. Ob man sich Klarna anschaut, Affirm in USA, ob man sich Trade Republic anschaut oder Robinhood in USA, ob man sich, kann man jetzt ganz viele verschiedene Sachen durchgehen, wo man das tatsächlich sieht. Insofern, ich glaube nicht, dass wir in Europa da irgendeine strukturelle Benachteiligung hätten. Insofern, wenn ich in Startups in den USA investiere, dann nicht deshalb, weil ich glaube, dass die strukturell besser sind, sondern weil da einfach gute Ideen sind, die wir hier nicht gesehen haben. Wenn ich eine geografische Diversifizierung sehe, dann sehe ich die eigentlich eher auf der Investorenseite. Wir sehen ja, dass die
Bereiche, in denen die Startups unterwegs sind mit ihren Angeboten, die sind relativ getrennt voneinander. Das heißt, wir sehen wenig Startups, die in die USA gegangen sind oder aus den USA in Europa rübergegangen sind. Auf der Investorenseite ist das anders. Da ist das deutlich vermixter. Wir sehen in Series B, Series C Runden sehr viel internationale Investoren in den erfolgreichen Startups, mittlerweile auch schon in häufigen Series A Runden. Monique gerade bei Point 72 ist da eingestiegen, selbst schon in der Seed Runde. Also das sehen wir deutlich mehr. Das kommt zunehmend und das ist aus meiner Sicht auch ein deutliches Qualitätsmerkmal von Startups in Europa, dass die auch von internationalen Investoren immer mehr gesucht werden. Wir haben gerade schon, Ralf, viel darüber geredet, wie du die Zukunft von Banking siehst und auch welche Rolle das spielt in deiner Investmententscheidung. Was mich natürlich auch immer brennend interessiert ist, wenn wir jetzt ganz konkret auf einzelne Startups blicken, wie beurteilst du die? Also du hast über das Banking geredet, aber auch gerade das Team. Was schaust du dir an? Was muss dort gegeben sein? Oder welche Punkte sind noch wichtig, wo du sagst, okay, die Box muss irgendwie getickt sein, damit ich investiere? Ja, das ist immer eine der schwierigsten Fragen, wenn man sich ein Unternehmen anschaut und sich überlegt, ob man das begleiten möchte. Natürlich muss die Idee resonieren, die muss passen, aber dann muss man aufpassen, dass man sich dadurch nicht hinreißen lässt schon zu früh und sich zu schnell begeistern lässt. Das Wichtigste, was ich immer als alleroberstes auf der Liste habe, ist tatsächlich das Team. Das macht deutlich mehr als 50% oder wahrscheinlich 70-80% der Entscheidung aus. Das Team muss innovativ sein. Es muss aber auch ein Unternehmen in einer größeren Phase führen können. Es muss deshalb auch eine größere Organisation, die man ja vor Augen hat, dann auch führen können. Es muss sehr gut in der Implementierung sein, denn von den meisten Ideen gibt es immer mehrere Unternehmen, die entstehen. Und dann ist es am besten, man ist beteiligt an dem Unternehmen, was am besten exekutieren kann. Denn die werden dann am Ende gewinnen. Insofern, Team ist extrem wichtig. Dann aus meiner Sicht ist es sehr hilfreich und notwendig, dass das Angebot skalierbar ist. Das ist etwas, auf das ich auch sehr, sehr stark schaue. Ja, und dann gibt es natürlich noch viele andere Kriterien, aber ich würde sagen, das sind wahrscheinlich so die wichtigsten, auf die ich schaue. Hast du da vielleicht so ein paar Beispiele, wenn du jetzt über tolle Gründertypen redest? Ja, muss jetzt nicht unbedingt aus deinem Portfolio sein, so generell. Was sagst du, sind gerade vielleicht auch für Deutschland so Leuchttürme, ja? Also bei Gründer, Gründerinnen, ja, was ist da, welche sagst du, das sind richtig tolle Leute einfach? Ja, gerne. Aber dann nehme ich natürlich gerne welche aus meinem Portfolio, denn da sind ganz viele ganz hervorragende. Ich bin ganz, ganz früh bei Wayzin eingestiegen, kenne vielleicht die einen oder anderen von unseren Zuhörern in Deutschland unter Weltsparen bekannt. Ein ganz, ganz hervorragendes Gründerteam. Wenn man an den Thomas denkt, der CEO, der ja auch schon häufiger mal gefeatured wurde in unterschiedlichen Medien, extrem schnell denkend, aber trotzdem sehr weit vorausdenkend, hat das Unternehmen ja hervorragend entwickelt. Dann, wenn man an so Typen denkt, vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt, Moneypark in der Schweiz oder PriceHubble, beide gegründet von Stefan Heidmann, auch so ein Visionär, der aber gleichzeitig sehr, sehr gut exekutieren kann. Also wir haben schon, und es gibt viele, viele andere, wir haben viele gute Gründer aus meiner Sicht, die sich häufig dadurch auszeichnen, dass sie tatsächlich auch schon Industrieerfahrung oder Businesserfahrung hatten, bevor sie gestartet sind. Und dadurch einfach auch schon viele Dinge gesehen haben, die sie dann als Fehler vermeiden können und nicht nochmal machen müssen. Sind wir da auf dem richtigen Weg? Also haben wir das Mindset und die Gründer, die wir brauchen, oder müssen unsere Gründer aggressiver werden? Gibt es da irgendwie eine Entwicklung, wo du sagst, die geht gerade in die falsche Richtung oder genau in die richtige? Ich glaube, wir sind auf einer sehr guten Entwicklungsrichtung. Mir gefällt das sehr gut, wie viel neue Gründer wir zurzeit haben. Das ist ein Umfeld, in dem immer mehr junge Unternehmen entstehen. Wenn ich 10 Jahre zurückdenke, da hatten wir nur einen Bruchteil davon. Während man vor 5 oder 10 Jahren es noch seltener fand, dass jemand auch wirklich so richtig groß dachte mit seiner Idee, so hat man das doch mittlerweile immer häufiger, dass die Gründer wirklich mit sehr großen Ideen und Ambitionen kommen. Das ist aus meiner Sicht auch echt wichtig, damit das dann auch wirklich Erfolg haben kann. Ich finde es super klasse, du hast am Anfang gesagt, dass man quasi Startups unter die Arme greifen kann, unterstützen kann.
Jetzt wird sich die eine Hörerin oder der andere Hörer fragen, wie werde ich jetzt Business Angel? Klar, über das Netzwerk am Anfang, aber brauche ich jetzt super viel Budget? Muss ich das Netzwerk von Anfang an haben? Gibt es da irgendwie einen Tipp, den du unseren Hörerinnen und Hörern geben kannst, die vielleicht auch in diese Rolle schlüpfen möchten? Ich glaube, es ist gar nicht eine Frage von Budget, denn das sind ja häufig gar keine großen Tickets und insbesondere kommt es auch nicht auf das Geld an. Man wird nicht wegen des Geldes als Business Angel genommen, sondern der Name sagt ja schon Business Angel, man soll helfen. Und im Wesentlichen braucht es dafür, wenn man das deshalb vorhat zu tun, die Entwicklung von spezifischen Fähigkeiten und Kenntnissen, mit denen man helfen kann. Indem man zum Beispiel eine echte Kern-Know-how hat, vielleicht im Marketing oder in der Finanzierung oder in bestimmten strategischen Bereichen, in bestimmten funktionalen Themen, in denen man sich sehr gut auskennt oder verschiedenen sektoralen Themen. Je besser man in bestimmten Themen ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Founder auch sagt, Mensch, dieses Profil mit demjenigen, mit derjenigen, da möchte ich mir gerne häufiger austauschen, da sehe ich einen echten Mehrwert drin, den möchte ich gerne als Sparringspartner haben. Und dann ist man schon auf dem besten Weg dazu, Business Angel zu werden, denn das ist es im Wesentlichen, ein Sparringspartner zu sein für die Gründer, mit dem die gerne zusammensitzen, sich austauschen, Rat holen. Und das ist es im Wesentlichen. Und das mit dem Budget, das löst sich dann mit der Zeit, hoffentlich, wenn man erfolgreich war, automatisch, wenn die ersten Exit dann kommen, mit denen kann man dann die nächsten machen wieder und dann ist das so ein Kreislauf mit der Zeit, dann löst sich das hoffentlich dann von alleine. Jetzt mal ehrlich, ne? Wenn man das geschafft hat und man bringt diese Skills mit und man öffnet das Netzwerk, unterstützt die Startups, es gibt bestimmt auch mal so einen faulen Apfel, der nicht funktioniert hat, wo es dann halt nicht geklappt hat. Wie gehst du damit um? Also wenn mal ein Investment tatsächlich in die Hose gegangen ist, einfach Augen zu und weiter oder welche Möglichkeiten hast du da? Ich kann mir vorstellen, dass es sehr auch auf die, ich meine, das stresst ja einen. Im Endeffekt ist es, man hat dann dafür gebrannt, man hat gesagt, ja, ich möchte hier das Gründerteam unterstützen, die Idee ist super und dann hat es nicht geklappt. Wie gehst du mit so einem Verlust um? Das ist in der Tat so. Jetzt kann man das rein rational betrachten und menschlich betrachten. Und das Rationale ist leider nicht das, was da vorwiegend ist. Denn rational könnte man sagen, klar, das ist ein Hochrisiko-Business. Und insofern ist klar, dass da nicht jeder durchkommt. Das ist so. Das ist die rationale Betrachtung. Die emotionale Betrachtung ist, dass das ja immer Teams sind, mit denen man intensiv gearbeitet hat, zu denen man menschliche Beziehungen hat, mit denen man sehr gut auskommt, denen man auch helfen möchte, dass sie erfolgreich sind. Deshalb ist das dann tatsächlich keine einfache Situation. Jetzt bin ich sehr glücklich, habe rund 30 Investments oder Beteiligungen bisher gehabt und habe diese Situation erst ein einziges Mal gehabt. Da haben wir dann alle gemeinschaftlich darauf geachtet, dass wir die Situation nicht so gemacht haben, dass es zu einer Insolvenz kam, sondern dass wir dann rechtzeitig das runtergefahren haben, sodass wir zum Beispiel keinen einzigen Mitarbeiter entlassen mussten, sodass wir die alle in andere Startups unterbringen konnten. Das sind dann Themen, die wichtig sind am Ende, damit man, wenn die Idee nicht funktioniert, das auch dann gut beendet. Häufig ist es aber so, dass man auch die Möglichkeit hat, die Idee zu shapen, weiterzuentwickeln. Und wenn das erste nicht ganz funktioniert, dann entwickelt man die Idee weiter und kommt dadurch vielleicht zum Erfolg. Das habe ich schon mehrmals gehabt, dass die weiterentwickelte Idee, die zweite Idee, die hat dann den Durchbruch gebracht. Insofern nicht zu schnell aufgeben, ist da, glaube ich, auch wichtig. Klar, so Fälle gibt es auch immer. Von meiner Seite nochmal eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht, weil wir haben, glaube ich, viele Hörer natürlich, die auch in größeren Konzernen arbeiten, bei Banken arbeiten, bei Versicherern arbeiten, also in der großen Finanzindustrie sozusagen. Und du hast ja am Anfang viel deine Vorgehensweise, deine Denke beschrieben, wie du Startups beurteilst. Denkst du, dass dieser, ich nenne es mal diesen Gedankenprozess, dass man den auch in größeren Firmen implementieren könnte, dass Firmen mehr denken, eventuell wie ein Business Angel bei internen Projekten? Glaubst du, das ist eine valide Vorgehensweise? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die erfolgreichen Banken denken auch genauso, sonst wären sie nicht erfolgreich. Und ich glaube, die Kriterien, die an ein Business angelegt werden, die sind ja bei einem Startup nicht anders als bei einer größeren Bank. Am Ende der Kunde wählt ja nicht ein Produkt, weil es jetzt von der einen Art von Unternehmen oder von der anderen Art von Unternehmen ist. Wenn der ein Finanzprodukt von einem GAFA sieht oder von einem Startup oder von einer Bank, dann wählt er das aus, weil es ihm am besten gefällt. Und insofern
müssten sich alle den gleichen Kriterien stellen. Und ich persönlich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, für die Banken geht bald das Licht aus. Das glaube ich mitnichten, auch wenn ich sehr gerne mit Startups zusammenarbeite und wir da gerade lange drüber geredet haben. Ich kann nur sagen, die Kriterien sind für alle gleich. Und da haben die Banken häufig einfach auch sehr, sehr große Startvorteile. Und wenn sie die gleichen Bedingungen erfüllen, was nicht immer einfach ist, sehr kundennah zu sein, sehr transparent, sehr schnell, digital und so weiter. Aber wenn man diese Kriterien erfüllt, dann bin ich fest davon überzeugt, dann werden diese Banken auch in 5 oder 10 Jahren noch da sein und deutlich stärker als heute. Das Problem ist nur, dass halt sehr viele Banken diese Kriterien nicht erfüllen und auch in Zukunft nicht erfüllen werden können. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn wir gerade darüber sprechen, wie Banken auf Trends reagieren, gibt es da spezielle Trends, die du siehst, die Banken beachten sollten, wo es gefährliche Entwicklungen gibt, wenn sie sie nicht beachten und letztlich dazu führen, dass sie vielleicht sogar vertrieben werden vom Markt? Hast du da spezielle Technologie oder auch gesellschaftliche Trends, die du da siehst, die gefährlich oder zumindest beachtenswert sind für unsere lieben Banken? Ja, ich glaube, wenn man auf die Bankenlandschaft schaut, dann ist der gefährlichste Trend eigentlich, dass sich die großen Kundenumwälzungen, die wir erleben, sich so langsam entwickeln. Die entwickeln sich so schleichend. Und deshalb sieht man das auch in der jährlichen P&L als Banker immer nur so ein bisschen. Das wird immer nur so ein bisschen erodiert, das, aber es ist halt nicht so, dass es so schlagartig geht. Und das ist, glaube ich, der gefährlichste Trend, weil man sich dadurch zu sehr in Sicherheit wiegt. Der zweite Trend, der auch sehr langsam ist, ist das Alterswachstum, die Alterspyramide. Unsere Mitarbeiter in den Banken werden immer älter und es muss uns gelingen, junges Personal reinzuholen, die dann auch so innovativ denken und handeln, wie wir das gerade beschrieben haben, wie das erforderlich ist. Auch ein Trend, auf den man achten muss, dass das Durchschnittsalter auch nicht zu stark steigt. Ein weiterer Trend, glaube ich, der echt wichtig ist, ist, dass man sich unwahrscheinlich auf den Kunden fokussiert. Denn der Kunde kommt immer mehr in den Mittelpunkt. Das sagen wir zwar schon seit Jahren, sagen wir schon seit 10 Jahren. Aber die Technologie ermöglicht es halt, auch radikal die Kundeninteressen in den Vordergrund zu stellen. Und wenn man das nicht tut, wird man auch verschwinden. Und dann gibt es natürlich noch so technologische Trends, die auch dazu führen können, dass Banken nicht mehr an der ersten Stelle vorne beim Kunden sind. Das sind natürlich auf der einen Seite sind das Plattformen oder Marktplätze, die sich zwischen den Kunden und die Bank stellen können. Dann sind es aber auch so Techniken oder Trends wie Embedded Finance, wo der Kredit gar nicht mehr das ist, was der Kunde nachfragt, sondern der Kunde fragt ein Produkt nach, was dann schon den Kredit inkludiert hat. Und die Bank bekommt gar nicht mehr die Chance, selber sich dahinzustellen, sondern es ist das Finanzprodukt, was an dem realen Produkt hängt. Also insofern, da gibt es schon ein paar Trends, bei denen man aufpassen muss, dass man da sich auf der richtigen Seite positioniert. Aber ich bin da grundsätzlich sehr optimistisch und sage, alle drei Spieler haben die gleichen Chancen, ob es Banken sind, Fintechs oder GAFAs. Und wer sich da richtig positioniert, der wird am Ende dann auch eine reale Chance haben, das Rennen zu gewinnen. Ralf, wir haben jetzt einige Themen behandelt, wirklich. Wir waren tief drin, glaube ich, bei den Business Angel Themen. Wir haben aber jetzt auch nochmal den Blick gewagt Richtung Banken, was die machen müssen. Was sind die Trends? Was ist deine Vision fürs Banking? Am Ende von jedem Podcast fragen wir jeden Gast immer, was ist, wenn du einen Wunsch frei hättest, den wir beide, Augustin und ich, natürlich nicht erfüllen können, ja, selbst wenn wir wollten. Aber was wäre das in Bezug auf Startups, Banking? Kannst du gerne frei wählen. Was müsste sich ändern? Was würdest du dir wünschen? Ja, das ist eine seltene Situation, dass man diese Möglichkeit bekommt, sich mal was zu wünschen. Und dann hoffe ich auch, dass das in Erfüllung geht. Wir haben in Deutschland ein Mitarbeiterbeteiligungssystem, was sehr außergewöhnlich ist und nicht außergewöhnlich gut, sondern wo wir deutlich zurück sind gegenüber anderen Ländern, unter anderem von der steuerlichen Betrachtung, wie das sich auswirkt. Da war mal ein Versuch gemacht worden im Rahmen der letzten Regierung, was dann leider gescheitert ist. Und wir sind da immer noch auf einem sehr anachronistischen Stand. Das, was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass die neue Regierung mit den 3 Parteien, die da jetzt Wandel und Progress demonstrieren wollen, dass die sich dieses Themas nochmal annehmen. Das würden wir brauchen in Deutschland, damit wir da in den Startups auch noch wirklich was Interessantes anbieten können, um auch jeden Mitarbeiter auch wirkungsvoll an diesem Fortschritt und an dem, was da entsteht, auch beteiligen zu können. Das fände ich eine sehr wichtige Geschichte. Und wenn ich so einen Wunsch äußern darf, dann würde ich den jetzt hier äußern. Ein sehr gemeinnütziger Wunsch, das finde ich ziemlich klasse. Ralf,
Vielen Dank für deine Zeit heute im Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr Rückfragen habt an Dr. Ralf Müller oder an uns, dann könnt ihr uns wie immer erreichen unter der ewig langen E-Mail-Adresse talk@between-the-towers.com. Wir freuen uns über eure Anregungen. Ich habe heute wieder viel gelernt. Wie sieht es bei dir aus? Du wusstest das Ganze schon. Definitiv nicht. Also war ein super interessantes Gespräch. Können uns, glaube ich, nur bedanken bei unserem tollen Gast. Und wir hoffen auf zahlreiche Hörer und auf zahlreiche Fragen, wie immer. Herzlichen Dank. Macht's gut. Herzlichen Dank, Ralf. Tschüss.